So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und der Envel ist natürlich noch da. Wir haben jetzt mal wieder beim NR Battle gestreamt, den Bewertungsstream vom 40. Haben jetzt ein bisschen Hunger und ich habe letztens gesehen, bei McDöner gibt es jetzt Hot Dogs. Ganz neu Hot Dogs. Einfach Hot Dog vom Dönermann. Da bin ich mal gespannt, wie der gemacht ist. Sieht also so aus, kriegt ihr für 3 Euro. Den lasse ich mir jetzt munden. Der Envel hat einen Hamburger und einen Cheeseburger, der will die hier mal probieren. Und ich will mal gucken, was hier alles drauf ist. Ich glaube, meine Mutter hatte letztens mal einen und angeblich ist das kein normales Hotdog-Brot oder Brötchen. Deswegen machen wir den einfach mal auf. Gucken, was uns erwartet. Hier habt ihr auf jeden Fall schon mal das McDöner-Papier. Und was ist das? Sieht einfach aus wie Fladenbrot. Aber irgendwie kleines Fladenbrot, also nicht so ein ganzer Haufen. Es ist extra dafür gemacht wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ist auch hier schön braun, schön geröstet. Da habt ihr hier natürlich auch Röstzwiebeln drauf. Ihr habt hier diese leckeren Gurken drauf. Ihr habt da Soße drauf. Ich glaube, der müsste auch etwas scharf sein. Den wollen wir auf jeden Fall jetzt mal probieren. Der Adi muss mal sein Schwänzchen hier wegpacken. Geh mal runter, kleine Wurst. Ist ja schon eine große Wurst, aber trotzdem. Sieht auf jeden Fall sehr... Also man saut sich schon ein bisschen ein, wenn man den auspackt, sage ich mal. Vor allem, wenn man den so auspackt wie ich. Ich zeige euch den von der Seite, da sieht er nämlich besser aus. Hotdog bei McDöner. Bin gespannt, wie der schmeckt. Ich weiß gar nicht, wie ich den essen soll. Vielleicht einfach hier das Papier so weg und vorne hier reinbeißen. Oder von oben. Eine normale Wurst, die ziemlich dunkel aussieht. Das Brot ist auf jeden Fall sehr weich. Das hätte ich mir ein bisschen knuspriger gewünscht, aber was will ich denn überhaupt, wenn ich irgendwo einen Hotdog nehme? So ein Fertig-Hotdog aus der Packung ist es ja auch einfach nur ein richtiger Matsch. Der Lutz beim Kaufland, der kriegt es hin, der hat immer so langes Baguette-Brötchen und legt da sogar auch zwei Würstchen übereinander rein. Das ist auf jeden Fall sehr weich, aber auch ein bisschen würzig. Schmeckt aber einfach wie so Schaschlik, Ketchup oder irgendwas, was man so zu kaufen kriegt in Flaschen. Die Röstzwiebeln sind noch mit drauf. Ich esse gerne Röstzwiebeln, gerade in letzter Zeit. Egal was ich mir gemacht habe, selbst wenn ich mir einfach eine Scheibe Brot gemacht habe, habe ich halt das Brot genommen, Wurst drauf, Käse drauf, schnell Röstzwiebeln, eine ganze Ladung, dann oben noch so Chili-Soße drüber, also vom normalen Brot war da nicht mehr viel übrig. Könnte aber ein bisschen vom Geschmack einfach ein bisschen intensiver sein. So, wir haben den jetzt mal ganz raus. Schmeckt halt nur wie so ein, also die Soße ist auf jeden Fall viel Soße drauf, es ist nicht zu trocken, ist aber halt sehr weich, das Würstchen ist jetzt nichts Besonderes, kann man mal essen. Dann lobe ich mir aber lieber die vom Lutz beim Kaufland, da ist auch das Brot richtig schön kross. Wie gesagt, auch größer, aber trotzdem glaube ich zum gleichen Preis. Und diese Schaschliksoße oder Zigeunersoße oder was auch immer die da drauf haben, ist okay, ist ein bisschen würzig, ist aber nicht wirklich scharf. Hinten haben wir jetzt noch die Gurken, da beißt man nochmal rein gleich, erst hier vorne, dann da hinten. Guckt euch die Wurst an. Nein, Adi, du nicht. Wie dunkel und böse die ist. Das ist trotzdem kein Vergleich zum typischen Ramse-Dog. Mit 46 Würsten drauf. Keine Ahnung. Da gönne ich mir lieber den Ramse-Dog. Einfach so eine ganze Packung Wiener drauf. Habe ich auf jeden Fall dann auch mehr im Magen. Ist auch gar nicht so teuer. Also ist jetzt nichts Besonderes. Haben wir aber mitgenommen. Wollten wir auf jeden Fall mal testen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.